Hallo und willkommen zurück zu Divinity Ego Draconis. Und ich wollte jetzt die anderen Trainer noch probieren, also die anderen Klassenfähigkeiten. Ich habe übrigens auch gerade eben mal geschaut, ich kann jetzt auch langsam gehen und meine Waffe wegstecken. Ihr seid am Bogenschießen interessiert? Ich erzähle euch alles darüber, wenn ihr möchtet. Ja, das würde ich gerne. Warum seid ihr davon überzeugt, dass Bogenschießen mein Weg sein sollte? Der Pfad des Waldläufers ist der des Jägers, des Herrschers über die Wälder. Meistert diese Kunst und eure Gegner werden euch nicht einmal kommen sehen. Ihr werdet leise wie ein Reh durch die Wälder streifen, aber eure Gegner mit der Stärke von Wolfsfängen niederstrecken. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr derjenige seid, der auf die Pirsch geht und nicht der Hase, der in die Falle tappt. Okay, ich möchte gerne meine Fähigkeit mit dem Bogen zurückerhalten. Das ist gut. Ich spreche den Zauber der Waldläufer und gebe euch einen Bogen. Wenn ihr soweit seid, wird euch Sonja Einlass in die Arena gewähren. Mehr Goblins töten. Hübsch. Hübsch. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wie ich mit dem Bogen zurechtkomme. Zwei wieder am Quatschen hier. Sonja? Ihr wollt noch mehr? Yep. Ausgezeichnet. Hier habt ihr ein paar Goblins zum Austoben. Ich werde noch ein paar Mal hierher kommen, glaube ich. So, jetzt haben wir nicht mehr das Feuerding, sondern so ein Pfeil. Au. Ah, ich glaube, es ist ein Giftpfeil. Spüre meinen Zorn! Das Auto-Aim. Da erinnere ich nicht das Gefühl, dass ich gut treffe. Ich bin noch nicht so überzeugt vom Bogen. Es macht nicht ganz viel Spaß damit tatsächlich. Es gibt Spiele, wo Bogenschießen unglaublich Spaß macht. Insbesondere wenn man irgendwie auch so anvisieren kann und sowas. Hier ist es mehr so ein ziemliches Spam der Taste einfach. Weiß ich noch nicht. Ich muss auf jeden Fall noch die anderen Waffen testen. Hallo da. Gawain. Eure Augen strahlen heller als vor eurer Ankunft, Drachentöter. Gawain ist mein Name. Altgedienter Paladin vom Orden des Göttlichen. Mein Leben war immer der stählernen Klinge gewidmet. Ich lehre euch diese Kunst, sofern ihr es wünscht. Warum sollte ich den Pfad des Kriegers einschlagen? Er ist der edelste Pfad, den ein Drachentöter beschreiten kann und bringt am meisten Erfüllung. Jeder Feind wird von Angesicht zu Angesicht aus nächster Nähe getötet. Bei jedem Sieg spürt und schmeckt ihr das Blut des Gegners. Übt euch in den Fähigkeiten auf diesem Gebiet und ihr werdet mit eurer Waffe zu einem unaufhaltsamen Gesandten des Todes. Okay, ich möchte meine Fähigkeiten im Nahkampf zurückerlangen. Ausgezeichnet. Ich verleihe euch die Macht des Kriegers und ein Schwert. Findet Sonja. Sie kümmert sich um Angriffsziele für das Training. Ah, gut zu wissen. Ah, gut zu wissen. Sonja, ich bin's wieder. Ihr wollt noch mehr? Wie ihr wünscht. Ich werde euch einige Goblins zum Kämpfen beschwören. Auf jeden Fall besser als Hasen töten. Es dauert immer so lange, bis man sich hier bewegen kann. Das irritiert mich jetzt mal. Schwert ziehen. Hahaha. Gibt es mein Schwert nicht auch ein Schild? Müsste ich, glaube ich, mal in die Fähigkeiten gucken. Priester, Magier, Krieger, Waldläufer, Drachentöter. Also Priester und Drachentöter ist, glaube ich, so ein extra Dingens. Und wir können ja jetzt entscheiden, Magier, Krieger, Waldläufer. Krieger, Wirbelwind haben wir jetzt schon. Sturmangriff, tödlicher Angriff. Ah, wir können uns da unten die angucken. Ich gucke mir die mal gerade an, weil vielleicht sage ich, ja, sieht geil aus, will ich haben.
Dann macht die Entscheidung gleich ein bisschen leichter. Da kann man auch mit zwei Hand. Ah, ja klar, okay. Und mit Schild. Glaube ich, oder? Ne, das ist nur ein Schildzeichen. Verteidigung, was macht der denn da? Lebensinsel. Ich weiß es noch nicht. Mal den Marker angucken. So, das kennen wir schon. Nee, das kannten wir noch nicht. Das sind die magischen Geschosse. Feuerball kannten wir schon. Ich mache doch Magier. Schon lange kein Magier mehr gespielt in irgendeinem Rollenspiel. Polymorph. Haha. Gegner in Käfer verwandeln. Na, deswegen sollte ich das ruhig nehmen. Verwirrung. Magisches Trommelfeuer. Ein Mana-Entzug. Feuerwand. Auch nicht schlecht. Das war jetzt, genau, Giftfall gibt's, böse Überraschung. Was ist denn böse Überraschung? Jedes bemitleidenswerte Geschöpf, das vermittels einer bösen Überraschung von einem Pfeil getroffen wurde, erleidet nicht nur den vollen Schaden des Treffers, sondern auch seine Resistenz werden gesenkt. Na. Ich weiß es nicht, ey. Hab ich hier noch irgendeinen Goblin? Ich meine, wenn man nicht zurechtkommt mit dem, was man hat, kann man ja, glaube ich, eh wieder hinkommen und dann doch nochmal ändern, den Pfad. Aber ich denke so mit dem Krieger, man kann wahrscheinlich auch so mit zwei Hand machen und so. Magier. Bogenschütze bin ich halt so oft, deswegen würde ich sagen, entweder ich mache Krieger oder Magier. Lass mich gerade nochmal. Ich meine, habe ich so eine hässliche Keule, aber hey. Ich muss sagen, der rohe Stahl einer Klinge. Passt besser zu euch als scharfsinnige Magie. Allein für den Satz will ich Magier werden. Arschloch. Ich würde gerne magischen Fähigkeiten trainieren. Wie ihr wollt. Ihr findet Sonja in der Nähe des... Okay. Zauber mich erst nochmal. Gut zu wissen. Kann ich dich auch hauen? Nein, kann ich nicht. Zu schade. Arrogante Magier. Da hat jemand einen neuen Glanz in den Augen. Ihr wollt noch mehr? Mhm. Gut. Ich überspringe das mal. Wir kennen das ja jetzt schon. Ich würde gerne mehr Fähigkeiten testen können. Also auch mehr Magiefähigkeiten und so. Ich muss Richtungstasten drücken. Ich muss aufpassen. Bisher ist die Abklingzeit halt irgendwie krass, finde ich. Von dem Zauber. Aber an sich, ich glaube, ich mache Magier. Du hast eine Nahkampfwaffe und du zauberst. Also scheint mir keine allzu schlechte Kombi zu sein, auch wenn diese Keule ein bisschen unelegant aussieht. Aber hey, da gibt es sicherlich auch noch andere Waffen, die wir da kombinieren können. Ich glaube, ich bleibe dabei. Vorerst. Notfalls kann ich kann nicht. Notfalls kannst du mich tatsächlich noch erbärmliche Ratte. Zu
wirklich sein muss, kann ich sie noch ändern, denke ich. Aber ja, doch, Magier. Bleiben wir erstmal Magier. Gut, dann haben wir das ja, glaube ich, alles. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann Dietrich oder irgendwas finden kann. Ich sollte vielleicht die Waffe wegstecken. Kennen wir dich schon, Barbara. Willkommen in Leuchtenfeld, Drachentöter. Warum heißt dieses Dorf Leuchtenfeld? So nannten die Imps diesen Ort zur Zeit seiner Entstehung. Bis dahin kannten sie nur den Anblick des schwarzen Himmels mit seinen funkelnden Sternen. Aber dann sahen sie die leuchtenden Feuer der Siedler. Ah, okay. Irgendwie erfuhren die frühen Siedler von diesem Namen und haben ihn schließlich übernommen. Leuchtenfeld war eine kleine Jägergemeinschaft, bis sie während des großen Krieges vom Schwarzen Ring zerstört wurde. Nach dem Krieg beschloss eine Gruppe mächtiger Zauberer und Krieger, einen geheimen Zufluchtsort an der Stelle zu errichten, wo einst das Dorf stand, da die abgeschiedenen... Jetzt leben hier wieder eine Handvoll Leute. Gekriegt. Wir kümmern uns um ihre Häuser und erledigen alle möglichen kleineren Arbeiten für sie. Tut mir leid. Ich will einmal Gedanken lesen machen. Armer Geralt. Er ist so eine Leseratte, aber hat schon jedes Buch im Dorf verschlungen. Wenn ich das nächste Mal in die Stadt reise, muss ich daran denken, ihm einige neue Bücher mitzubringen. Schade, ich habe gehofft, dass wir vielleicht irgendwelche Hinweise zu diesem, dass ich irgendwie Schlösser knacken kann, kriegen oder sowas. Geheime Verstecke, irgendwie so. Dafür können wir hier ein sicheres, friedliches Leben führen und sind weit weg von dem Unheil, das das Land heimsucht. Leb wohl. Leb wohl. Auch nichts drin. Komm ich da hoch? Nein. Offensichtlich nicht. Weil diese eine versteckte Kiste, die hätte man bestimmt irgendwie knacken können, wenn man Dietrich findet. Das ist die Frage. Oder die Stufe, Dietrich sage ich immer halt im Prinzip die Stufe Schlösser knacken. Ich weiß nicht, ob man bei dem Spiel auch einen Dietrich dazu braucht, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall die Fähigkeit. Apropos Fähigkeiten. Wann steige ich eigentlich auf? Erfahrungen 91. Okay. Was machen wir denn? Wir müssen jetzt auf den Spuren von Rhoda. Wir müssen, glaube ich, jetzt zurück zum Zeppelin. Das wäre eigentlich das nächste. Warte mal, hinten sind noch Kisten. Ich gebe es nicht auf, wenn es ab und zu irgendwo nochmal reinzugucken. Aha. Heiltrank. Und ein Wein. Was ist, wenn ich da hat jemand einen neuen Glanz in den Augen. Warte, da war doch eben... Auf der Stirn. War da nicht eben noch so ein... Aus gutem Grund. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich wieder einen anständigen Feuerball zaubern konnte. Wirklich? Bei mir waren es nur ein paar Wochen. Aber ich habe ja auch Talent für sowas. Wie nett. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da wäre eben noch so ein zweiter Pfeil gewesen. Na gut. Wein. Wo sind der Koch? Kann ich nicht dem Koch Wein geben und der gibt mir irgendwas anderes Tolles? Das war der Händler. Das war der Gestaltenwandler. Ne, wie auch immer. Na gut. Kann ich den Wein verkaufen oder bringt er mir irgendwas? Nahrung. Brauche ich Nahrung? Nahrung heilt wahrscheinlich schon auch. Heilung, Nahrung. Ich behalte es erstmal, ich weiß es nämlich nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal zu Rhoda zurück. Zum Zeppelin. Wir sind jetzt fertig ausgebildeter Drachentöter. Pfade des Magiers. Ihr seht so aus, als wärt ihr bereit, in die Akademie zurückzukehren. Yep. Aber denkt daran, dass nur ein Zauber der Veteranen auf euch wirken kann, wenn ihr geht. Trefft eure Entscheidung vor der Abreise also mit Bedacht. Ich habe mich festgelegt. Alles gut. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung. Warte mal, hier geht's doch runter. Ins Wasser. Okay. Da springen... sind das Aale? Lachse? Sieht eklig aus. Jetzt kann ich die Hasen auch grillen.
Das wäre gemein, ne, eigentlich. Gegrillter Hase. Nee. Kann ich gerade zwei auf einmal grillen. So, alle versammelt. Ich kann's kaum glauben. Endlich seid ihr zurück. Es tut mir leid, aber ich muss mir die Glückwünsche für später aufheben. Aus welchem Grund? Vor wenigen Augenblicken haben wir erfahren, dass ein Drache im Trümmertal gesichtet wurde. Ich dachte, es gibt nur noch einen. Das sind zwar aufregende Neuigkeiten, aber der Zeitpunkt ist alles andere als günstig. Ihr solltet eigentlich einem Ritual beiwohnen, um die Erinnerung der Drachen zu kanalisieren. Das wäre äußerst wichtig für eure Gesundheit. Ach nee, Drachen. Ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, normale Drachen und es gibt diese Drachenritter. Und von diesen Drachenrittern gibt es nur noch einen. So ist es, glaube ich. Also eine. Ihr solltet eigentlich einem Ritual beiwohnen. Ach so, um die Erinnerung dann zu kanalisieren. Okay. Wenn wir dieses Ritual zu lange aufschieben, werdet ihr verrückt, sofern ihr überhaupt überlebt. Und dann verbringt ihr den Rest eures Lebens schreiend in dunklen Verliesen und kratzt euch die Augen aus. Super. So schlimm diese Aussicht auch sein mag, der Drache hat Priorität. Ich hoffe, dass wir unterwegs ein wenig improvisieren können. Okay, ich hoffe auch. Ich sehe, ihr habt euch mit Magie beschäftigt. Seid ihr sicher, dass ihr euch unserem Feind als Magier entgegenstellen wollt? Ich glaube, ich wechsle meine Ausrüstung. Sicher, allzeit bereit. Auf zur Drachenjagd. Endlich finde das Schicksal der Drachentöter seine Erfüllung. Schnell jetzt, alle an Bord! So, die Jagd kann beginnen. Marius, ihr führt die Suche im Tal an, aber macht Meldung bei mir, bevor ihr euch dem Drachen entgegenstellt. Ich werde die örtlichen Befehlshaber von unserer Ankunft in Kenntnis setzen. Kommt zu mir, sobald ihr Informationen habt, und dann brechen wir auf. Verstanden? Zu Befehl. Gut, das wird ein denkwürdiger Tag, Drachentöter. Und jetzt los. Nicht so schnell, übermütiger Neuling. Eure mentale Verfassung ist noch instabil, daher muss ich euch an der kurzen Leine halten. Da fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht den Leuchtenfeld nochmal zum Händler gehen sollen. Der hatte ja auch Ausrüstung. Jetzt, wo ich mich festgelegt hatte, hätte ich vielleicht nochmal gucken können, ob er was für mich hat. Blöd. Naja, wird aber, glaube ich, auch so gehen. Keine Sorge, für euch habe ich auch eine Aufgabe. Geht in das Dorf und befragt die Bewohner wegen des Drachens. Einige haben ihn bestimmt gesehen. Kein Problem, finde ich euch, wenn ich meine Aufgabe erledigt habe. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung glaubhafte Indizien hat. Warum nicht? Kein Problem. Ich werde wohl in der Kaserne sein. Die örtlichen Befehlshaber tauschen sich immer gerne mit Drachentötern aus. Macht sie glauben, sie seien mehr als nur dumm herumsitzende Landeier. Ja, auch eine sehr hohe Meinung von den anderen. Okay, du hast ein Fragezeichen auf deinem Kopf. Ach ja. Alte Rollenspiele. okay. Unser erstes Gebiet. Richtiges Gebiet. Und wir haben hier einen Wegpunktschrein.
Schrein Dorf Trümmertal. Und da wir nur diesen einen Schrein bisher haben, kann ich nicht. Also, den kann ich nicht benutzen, weil der bringt mich einfach hier wieder hin. Logischerweise. Kann ich irgendwas looten? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte den Baumstumpf looten, der da so prominent in der Gegend steht. Okay. Wir müssen mit den Leuten quatschen. Früher hat das Autospeicher übrigens etwas länger gedauert. Jetzt auf schnelleren Rechnern nicht mehr so. Das ist sehr angenehm. Guten Tag, Drachentöter. Guten Tag. Willkommen im Trümmertal. Gut, dass ihr hier seid, Drachentöter. Wartet ihr schon lange auf uns? Wir haben vor einer Woche einen Boten geschickt. Also nicht allzu lange. Aber wir waren ziemlich ungeduldig. Klar, mit so einem Drachen im Nacken. Mit Drachen ist nicht zu spaßen. Deswegen sind wir froh, euch Drachentöter hier zu haben. Und was sagst du dazu, Paul? Willkommen, Drachentöter. Hab Dank, erzählt mir von diesem Ort. Das Trümmertal ist die meiste Zeit über ziemlich eintönig, aber ich will mich nicht beschweren. Die Wachen, die es in den anderen Gegenden Rivalons mit Plünderern zu tun haben, sind nicht zu beneiden. Und als Soldat hat man hier alles, was man braucht. Eine Kaserne, eine Schmiede und das Wichtigste, ein Gasthof. Okay. Ich bin erstmal noch ein bisschen zurückhaltend mit diesem Gedankenlesen. Ich weiß nämlich noch nicht. Oh, mein Schwein greift mich an. Loot. Schinken. Tipsch, du sagst es. Ich will dich halt töten, gib mir Schinken. Oh, jetzt habe ich mich in die Cutscene reingekugelt. Goblins. Das sind jetzt echte Goblins, keine Beschworenen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Den Sprungangriff kann ich mit der Keule auch machen. Das ist gut zu wissen. Ein Goblinherz. Das war der Schinken. Und die Leiche eines Bürgers mit Gold und einem Trank der geringen Belebung. Ich wollte eigentlich nur Wildschweine töten und dann ins Dorf reingehen. Zeig mir gerade mal, wenn ich so einen Schinken esse, benutzen. Ja, heilt mich komplett, wunderschön. Sollen wir erstmal noch da oben mit den Wachen reden oder so? Habe ich einen Questmarker, irgendwas, was ich auf jeden Fall machen soll? Ich glaube, okay. Zu den Orobas-Fjorden. Auf den Spuren von Roda. Nein, ich will keinen Marker setzen. Seid gegrüßt. Ich heiße Warmund und bin immer für einen Plausch zu haben. Habt ihr in der Gegend eine oder mehrere Drachen gesehen? Drachen, sagt ihr? Ja, faszinierende Kreaturen. Hab allerdings noch nie einen gesehen. Ich habe von Sichtungen im Tal gehört. Nicht von mir. Ich stehe hier den ganzen Tag Wache und ich kann schlecht meinen Posten verlassen, um nach Drachen Ausschau zu halten. Nein, wie gesagt, stehe ich hier Wache. Das ist eine Aufgabe mit sehr viel Verantwortung und hat sogar Familientradition. Toll, wegen des Drachens nochmal. Mein Vater war Wachmann, sein Vater ebenso. Und wenn wir schon dabei sind, seine Mutter auch. Toll. Kommt wieder, wann immer ihr möchtet. Er quatscht zwar gerne, aber nur über sich, nicht über Drachen. Der ist total nutzlos, der Typ. Willkommen, ich heiße Kunrad. Kunrad, wisst ihr etwas über Drachensichtungen? Nicht viel, ich habe das Dorf seit Wochen nicht mehr verlassen. Allerdings haben ein paar Wachen etwas gesehen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Okay. Gute Reise. Ich glaube, persönlich muss ich die momentan nicht kennenlernen. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl, wie ich gerade Bock habe, mit Leuten zu quatschen.
Wenn ihr der Typ seid, ich quatsche immer mit jedem alles und dann werdet ihr bei mir wahrscheinlich nicht glücklich. Ich mache schon viel, aber ich mache nicht alles. Olli und Stan. Ich sag dir, ist schön, euch zu sehen. Und warum? schön, euch zu sehen. Warum? Ich muss euch was sagen. Ich habe einen Drachen gesehen. Ah, das will ich wissen. Oh, um Himmels Willen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube euch, Olli. Erzählt mir mehr darüber. Letzte Nacht habe ich aus dem Fenster geschaut und dann dieses riesige Biest gesehen. Vor Angst habe ich mich im Schrank versteckt. Wo genau war dieser Drache, als ihr ihn gesehen habt? Weit hinten im Tal. Schnappt euch dieses verdammte Mistvieh. Was sagt Stan dazu? Guten Tag. Habt ihr am Himmel etwas Merkwürdiges gesehen? Nicht wirklich. Aber Olli, der spinnt. Angeblich hat er einen Drachen gesehen. Ich bin klarer im Kopf als du. Ich hab das Ding gesehen. Das sehen wir mal. Gedanken lesen. 33. Oh. Aber wenn es so viel kostet, rentiert es sich vielleicht. Oh, bis 33 so viel. Laurel? Toll. Aber klar doch. Und ich bin von einem Eichhörnchen verfolgt worden. Alles Gute. Ich sag dir, Stan, ich hab ihn mit eigenen Stan Augen hat an Laurel gesehen. Gedacht. Und was ist mit Olli? Seid gegrüßt. Das ist bei dir auch so viel. Das kostet mir... Wie viel? Schönen Tag, Olli. Wie viel Lebenspunkte? Wie viel Erfahrung habe ich denn? 142. Ich wollte nämlich eigentlich den Olli nehmen. Ah, das gilt immer nur an dem. Die haben sich zwar eben gewechselt im Dialog, aber das Gedankenlesen bezieht sich nur auf den ich angesprochen habe. Deswegen, ich mach's jetzt einfach mal. Howdy? Ernsthaft? Danke. Laurel und Hardy. Olli und Stan. Laurel und Hardy. Super, das hat sich total gelohnt dafür. 66 Erfahrungspunkte rauszuwerfen. Warte, da ist ein Buch. Das hat sie aber versteckt. Danas Buch der Herzenseroberungen. Okay. Ich muss nochmal gucken, ob wir nicht irgendwie Bücher auch lesen können. Ich weiß nicht mehr. Diverses. Ah, doch, geht. Es scheint so, als ob dieses verstaubte Buch schon einige Male im Heu versteckt worden oder vielleicht doch in irgendeiner Weise unter die Räder gekommen ist. Ihr seid euch nicht sicher. Offensichtlich besteht es lediglich aus einer Seite mit bekannten Tratsch. Casanova war ein wundervoller Mann, ein fantastischer Liebhaber. Es ist eine Schande, dass er mit der Milchmagd Heidi durchgebrannt ist. Aber da ihm sein Ruf vorausgeeilt war, habe ich gleich gewusst, dass unsere Bekanntschaft von kurzer Dauer sein würde. Sehr enttäuschend hingegen war die Affäre mit Maxien. Nicht nur sein Name war niedlich klein und er wusste nicht wirklich, wie er seine natürlichen Nachteile kompensieren sollte. Der starke Richard war kräftig wie ein Stier und hatte einen äußerst bulligen Körper. Oh, ich hatte schon gehofft, dass er die Liebe meines Lebens sei, aber ganz plötzlich war er verschwunden, ohne wenigstens Lebewohl zu sagen. Mit dem lüsternen Leopold hatte ich jedoch viel zu lachen. Dr. Janus war mehr daran interessiert, wo genau die Kerzen platziert waren und wie er für die passende Stimmung sorgen konnte, statt irgendwann ins Eingemachte zu gehen. Als es dann soweit war, war die Enttäuschung riesengroß. Als Arzt sollte er sich doch eigentlich mit Anatomie auskennen. Mit dem biegsamen Boris und seinen ganzen Schattenspielen hatte ich hingegen großen Spaß. Bis er mir die ebenfalls biegsame Schlange zeigte. Seitdem kann ich ihm nicht mehr in die Augen blicken. Endlich habe ich einen Mann gefunden, der lieb und stark genug ist, um für ihn Karl zu verlassen. Achso. Sein Name ist Dirk und er ist der Schmied im Trümmertal. Was für ein Mann. Oh, wenn wir zusammen sind, vergeht die Zeit so langsam. Ich muss mir immer wieder vorstellen, wie er loshämmert, wie ich ihn liebe. Ja. Geht die Zeit nicht normalerweise schnell, wenn man sich mit jemandem gut versteht? Aber wahrscheinlich sollte es mehr so im Sinne von, okay, es war ein Doppelklick, wollte ich noch gerade mal wissen. Im Sinne von, die Zeit bleibt stehen oder so. Ein Wagen mitten hier in der Pampa. Lockes Wagen, verschlossen. Verkündet das Wort des Erkennens.
Ihr meint Kennwort? Ja, ja, ja. Macht schon. Windpocken? Mandarinen? Keine Ahnung. Mandarinen. Falsch. Chat. Verkündet das Wort des Erkennens. Sag mal, seid ihr eines dieser neuen Grisha-Sicherheitskachen Modell 5? Das neueste Modell. Modernste magische Eigenschaften. Aktueller Stand der Technik. Okay. Gedankenlesen. 120, nein. Hey, versetzt euch mal in meine Lage. Die ganze Zeit dieses dämliche verkündet das Wort des Erkennens. Wie wär's mit Windpocken? Falsch. Hätte der sein können. Okay, irgendwer weiß bestimmt das Kennwort. So, die Frage wäre. Warte, bleib mal stehen. Elisabeth. Ich grüße euch. Grüße. Habt ihr in diesem Tal einen Drachen gesehen, meine Dame? In der Tat, das habe ich. Als ich mit Leutnant Ludwig auf Patrouille war. Na endlich. Wir haben ihn über den Wolken in der Nähe des Tempels gesehen. Sagt mir, welchem Orden gehört ihr an? Dem neuen Orden, der Elite von Flussheim. Gegründet nach dem Großen Krieg zu Ehren des gefallenen Göttlichen. Seine Mitglieder werden Suchende genannt, weil wir unser Leben der Ergründung unseres Inneren verschrieben haben. Damit versuchen wir, den Göttlichen zu verkörpern. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nur eine Art Kirchenorden sind. Vor allem sind wir loyale Krieger zum Schutze Revelons. Warum ist der neue Orden hier im Trümmertal? Flussheim wird wegen zwei Missernten von einer Hungersnot heimgesucht. Aus diesem Grund wurde eine Delegation von Suchenden unter Leutnant Ludwig an diesen Ort entsandt, um Lebensmittel zu konfiszieren. Inzwischen haben wir alles, was wir brauchen, und ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald wieder nach Hause zurückkehren werden. Wie sieht das denn bei dir aus, 33? Ich glaube, mittlerweile 33 ist gar nicht so viel. Ich frage mich, ob der Leutnant weiß, dass er bei den Leuten so beliebt ist wie ein offener Abwasserkanal im Sommer. Gewiss doch. Okay, ich muss los. Der Leutnant ist unbeliebt. Noch ein Händler. Willkommen, Reisender. Ich bin Lamotte, ein fliegender Händler. Was auch immer ihr braucht, bei mir werdet ihr fündig. 133, oh. Also bei denen, die sehr viel haben, warte ich erstmal, bis ich eine Ahnung habe, wem ich unbedingt irgendein Geheimnis entlocken muss. Zeigt mir eure Waren. Alles Qualitätsware. Das. Okay, der ist auch, der, ja. Wenn sie einem mögen, geben sie dann halt bessere Preise, so verstehe ich das jetzt mal. Wein und Getränke. Okay, das ist was meine Sachen. Wieso habe ich 18 Ach, das kostet 18. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich 18 Tränke? Ich habe keine 18, das sind die Kosten. Du hast Kurzbögen und Eisenbeil. Ja, ich habe momentan ein Einhandhammer, oder was halt als Einhandhammer gilt. Sieht mehr aus wie eine Keule, aber okay. 2 bis 4. Eins auf Nahkampfschaden, eins auf kräftiger Körper. 3 zu Stärke. Ich glaube, ich mag. Der kostet 1090. Ich habe 400. Ich kann mir nicht mal den leisten. Verdammt. Zu früh gefreut. Ich hätte jetzt auf die Preise gucken müssen. Ich kann mir einen leichten Räuberhelm kaufen. Diverses. Seil. Rezepte. Die sind auch teuer. Vielleicht sollte ich mir aber so ein Heilungsrezept kaufen. Helm oder Rezept der Heilung? Ich mach mal das, ja. Seid gegrüßt! Kann ich euch für exquisiten Nerikon-Wein begeistern? Die Frage ist jetzt allerdings... Was mache ich mit diesem Rezept? Benötigt ein Ginseng. Okay, Ginseng heilt mich dann also. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Oh, du hast ein Ausrufezeichen. Ihr seht blass aus, mein Sohn.
Was wiegt so schwer auf eurem Gewissen? Ich habe gesündigt, Pater. Ich habe in der Mine die Schaufel und Hacke eines Kameraden gestohlen. Oh nein. Ein Schuldbekenntnis ist der erste Schritt zur Erlösung. Leistet Wiedergutmachung und euch sei vergeben. Okay. Roman, der Priester dieses kleinen Städtchens, kleinen Dorf, den werden wir beim nächsten Mal anquatschen. Denn wer ein Ausrufezeichen hat, hat mit Sicherheit ein Quest. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.